Immer wieder wird behauptet, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat. Der technische Fortschritt soll das ermöglicht haben. Aber entwickeln wir uns wirklich weiter? Oder gehen wir einfach ganz viele Schritte zurück, ohne es zu merken? Wir entfernen uns immer weiter von der Mutter. Wir vernichten wertvolle Landstriche für unser eigenes Ego. Massentierhaltung und Monokultur. Kriege für politischen Einfluss und Macht. Das Leben in Saus und Braus. Die Verlagerung des Lebens in kalten und trostlosen Räumen. Folgen sind nicht zu übersehen. Chronische Krankheiten nehmen zu, vor allem bei Kindern. Die kontinuierliche Umweltverschmutzung, Plastik, Schwermetalle, Pestizide. Die Entwurzelung eines jeden Individuums. Hass, Neid und Angstzustände. Das Problem dabei oftmals Ignoranz und Sturheit. Tatsachen, Phänomene und Probleme und dessen Lösungen müssen alle genauestens belegt werden. Was nicht wahrgenommen wird, existiert demzufolge auch nicht. Stundenlang werden nach Lösungen debattiert, viel Kraft und Energie wird dafür aufgewendet und geht schließlich letztlich verloren. Die Lösungen nur Symptombehandlungen. Sind die Lösungen nicht hilfreich, so sind andere verantwortlich. Die Schuld wird einfach weitergereicht. Selbstverantwortung, keine Spur. Aus diesem Grund habe ich mich bereits in jungen Jahren für das Permakulturprojekt Peace entschieden, welches ich eingerufen habe. Für mich ist es mehr als nur Gärtnern und die Bewirtschaftung vom Land im Sinne der Natur. Für mich ist es einfach der ganze Kosmos und eine nachhaltige Lebensweise, wie zum Beispiel Upcycling oder Recycling. Konsumverzicht und die Beschränkung auf das Wesentliche. Natürlich der Mitweltschutz. Die Bewusstseinserweiterung und die Heilung von sämtlichen Krankheiten sowie die Kooperation mit der Natur, den Tieren und natürlich auch anderen Menschen. Das Problem heutzutage ist das eigene Ego, welches sich uns in den Weg stellt. Jeder für sich und sein eigenes Wohlbefinden. Folge: stetig zunehmendes Konkurrenzdenken, Burnouts, zunehmende Krankheiten bei Kindern wegen dem Leistungsdruck und dem puren Stress und natürlich auch die zerstörte Mitwelt. Ich habe mal ein Video zum Hambacher Forst gedreht. Darin erkläre ich, dass ich die Gemeinde angefragt habe, ob ich auf ihrem Grundstück Bäume pflanzen darf. Viele Menschen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind daraufhin zu mir gekommen und haben gefragt, warum hast du das gemacht? Was hast du denn davon? Letztlich hast du doch nur die Kosten, die Aufwendungen und den ganzen Pflegeaufwand und die Bäume gehören dir letztlich nicht. Warum denken so viele Menschen kurzsichtig? Bäume verbessern doch die frische Luft. Verbessern das Klima, da sie CO2 aus der Atmosphäre zum Beispiel entnehmen. Verbessern auch den Boden durch ihre Durchwurzelung. Sind das nicht auch Vorteile, von denen ich profitiere? Schließlich leben wir alle nur auf diesem einen Planeten. Letztlich bereichern sie und beschenken uns auch mit wunderbaren Früchten. Seit dem Zweiten Weltkrieg leben wir Menschen
ohne Rücksicht. Der Lebensstandard hat sich kontinuierlich erweitert. Dabei haben wir unsere Grundlage größtenteils zerstört. Immer mehr, mehr und mehr. Letztlich tragen aber die Folgen nicht wir. Die Zeche müssen unsere Kinder bezahlen. Viele wollen, dass die Kinder ein besseres Leben haben als einer selbst. Sie sollen unbedingt Jura oder Medizin studieren oder den Job der Zukunft, die Informatik, nachgehen. Schließlich verlegt sich das reale Leben immer mehr in die digitale Welt. Meine Antwort darauf als ehemaliger Wirtschaftsinformatik-Student ist ganz klar: Nein. Der Job der Zukunft ist der nachhaltige Gärtner im Sinne der Natur. Je mehr, desto besser. Denn es heißt doch, was geliehen ist, gehört einem nicht und soll sorgsam behandelt werden. Und die Welt ist nun mal geliehen.